Ja, Tachinasenbären. Und nun zum zweiten Versuch. Der andere Versuch hat leider nicht geklappt. Jetzt mache ich nochmal einen zweiten Versuch. Und diesmal hoffe ich, dass es klappt. Ich nehme nämlich jetzt mal was anderes auf. Ja, ich habe gerade eben bemerkt, dass ich mein Geschäft nicht aufbauen kann. Weil mir wurde ja keine Platzgebühr angezeigt bei der Bewerbung bei Hamburg. Und ich habe ja das letzte, wie beim letzten Video hatte ich ja schon erwähnt, dass ich die Angst habe, dass es so kommt. Und es ist gekommen so. Wenn ich jetzt hier auf Mitarbeiter klicke, die anderen Beine habe ich jetzt vorhin schlafen gelegt im vorigen Versuch. Wenn ich jetzt hier auf den Mitarbeiter klicke und will aufbauen, kommt erstmal diese Meldung hier. Ist ja kein Problem. Und ich dachte, ja gut, klicke ich mal hier drauf. Das ist ein Problem. Das heißt, wir können in Hamburg nicht aufbauen. Gott sei Dank war ich so schlau und habe mitgedacht und habe das Spiel vorher schon durchschaut. Und habe mir gedacht, diese Summe können wir eh nicht brabben. Und habe mich ja Gott sei Dank hier bei Würzburg beworben. Wurden wir auch Gott sei Dank angenommen. Das heißt, wir können dann schauen, dass wir das schaffen, bis dahin aufzubauen. Das heißt, wir müssen jetzt bis 17 Uhr warten, bis die Penner da ausgepennt haben. Dann können wir die ganzen Krempel hier packen, können ihn rüber kutschieren nach Würzburg und schauen, dass wir das dann morgen Aufbauer so schnell wie möglich, dass das hinhaut. Weil anders geht es leider nicht. Ja, und da ist es jetzt ein Vorschlag von meiner Seite an die Entwickler. Ihr habt ja vor, in Version 3 alles besser zu machen. Dann kann ich euch gleich mal eins sagen, wo ihr auf jeden Fall anfangen könnt, was besser zu machen. Und zwar, wenn man hier auf Bewerben drückt, dass ihr hier irgendwo reinschreibt in die Gebühren, was ihr am Tag an Gebühr berechnet, also was am Tag an Gebühr anfällt oder vielleicht wirklich das so einrichtet, dass man sogar einfach wirklich von jedem Platz die Gebühr reingeschrieben kriegt, wobei das für das System sicher blöd wäre, also einfach am Tag irgendeine Gebührsumme reinschreiben. Dass man es jetzt ausrechnen kann, dass man sagen kann, okay, kann ich es mir leisten oder kann ich es mir nicht leisten? Nach Abzug der 350 Euro, nach Abzug der Mitarbeiter und, und. Wäre auf jeden Fall was, was ihr definitiv verbessern könnt, weil ich habe mich im vorigen Let's Play extremst aufgeregt. Ist eigentlich ganz gut, dass ich das nicht aufgenommen hatte. Also nicht fachgemäß richtig aufgenommen hatte. Ja, ich kann jetzt nicht einmal hier irgendjemanden einstellen oder so, dass der jetzt schon losfährt, weil da habe ich den Platz nicht. Im Wohnwagen. Beziehungsweise, da heißt, ich habe keinen Platz. Gut. Klingt einigermaßen einleuchtend, aber das Problem ist, ich kann ihn auch nicht immer entsprechend ausbilden, weil wenn ich jetzt auf hier auf Ausbilden klicke, verbessert sich lediglich hier nur seine Qualität. Aber er kriegt keinen Führerschein. Was wiederum heißt, ich kann nicht mehr einen Führerschein machen lassen. Ich darf jetzt wirklich warten, bis diese zwei Penner da ausgepennt haben, dass ich endlich dann meinen Krempel packen kann, nach Würzburg runterkutschieren kann, ihn dort aufbauen kann und hoffentlich pünktlich bin zur Öffnung der Spielzeit. Ja, es sind auf jeden Fall ein paar Fehler, die definitiv noch ausgemerzt werden können, dass nicht jeder Fehler, den man im Spiel macht, gleich knallhart, eiskalt wieder bestraft wird und man mehr oder weniger bei zwei Fehlern aus dem Game raus ist. Da hätte ich vielleicht sogar noch einen anderen Vorschlag. Und zwar, falls man sich doch mal verklicken sollte und man es vielleicht nicht gleich merkt, dass man da auch vielleicht ein Absage- oder Kündigungsbutton mit reinhaut. Ja gut, aber dann hast du ja trotzdem das Problem, dass du es beschickt hast. Ja, aber so kann man zumindest kündigen und vielleicht, dass man sogar einen gewissen Anteil der Kohle, die man schon investiert hat, zurückbekommt. Das ist ja eine Bearbeitungsgebühr für die Bewerbung. Das heißt, das kriegst du nicht wirklich zurück. Klingt einleuchtend. Aber was ihr zumindest besser machen könnt, dass man definitiv immer die Möglichkeit hat, dass man wenigstens sieht, was man an Platzgebühr zu zahlen hat. Weil ich habe jetzt hier die über 3000 Euro Platzgebühr, die kann ich aber nicht bezahlen. Oder dass man zumindest einen gewissen Betrag vielleicht ins Minus gehen kann. Oder einen Kredit aufnehmen kann oder irgendwas. Auf jeden Fall, so ist es nicht gut. Und so ist es jetzt, was ihr auch erkannt habt, dass viele Leute am Anfang schon abspringen. Ich persönlich, wenn das jetzt kein Let's Play wäre, bin ganz ehrlich,
Meine offene Meinung, ich persönlich wäre abgesprungen. Ich hätte jetzt meinen Account gelöscht und hätte Feierabend gemacht oder einfach einen neuen Account erstellt. Aber ich habe euch versprochen, ich beiß mich da durch und alles. Und schau, was ihr verbessern könnt. Und bei Version 3, wenn ihr die soweit einigermaßen fertig habt, könnt ihr mir auch gerne vorab schon die Möglichkeit geben, dass ich es vielleicht testen kann. Und dann kann ich euch vielleicht den einen oder anderen Hilfe-Hinweis noch geben, wo man vielleicht ein bisschen noch besser verbessern kann. Ja. Hätte ich gesagt, dann war es das jetzt mal für die Runde. Ich werde natürlich das andere gleich anschließend hinten dran schneiden, weswegen ich mich jetzt auch nicht direkt komplett verabschiede. Und ich sag dann einfach mal, bis denne. So, Tochinasenbären und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Let's Play. Oder in dem Fall kann man sogar Let's Fail sagen, weil es ist im Endeffekt ein Fail. Ja, wir hatten ja uns beworben gehabt für einen neuen Platz. Irgendwie ist da alles schon so komisch. Scheiße, ich glaube, wir haben den Abbautag verbraucht. Ich glaube, es ist das eingetreten, was ich fast weit befürchtet habe. Ich konnte die doch gar nicht absagen. Ey Leute, zieht euch das mal rein. Das ist doch schon wieder voll der Fail, Alter. Ich konnte die doch gar nicht absagen. Ich habe ja geguckt. Ja, das war's dann sozusagen mit diesem Let's Play schon wieder. Schade eigentlich. Aber ihr seht selbst, liebe Spieleentwickler. Ich kann im Endeffekt nichts mehr machen. Da mir hier zweimal 2000 Flocken abgezogen sind. Ich habe hier gerade 0 Taler stehen. Und ich werde es nicht einsehen, dass ich für irgendwelche andere Scheiße hier bezahle. Ja, liebe Entwickler. Das war's dann scheinbar schon wieder.
Ihr habt euch soeben euer eigenes. Ihr habt das Let's Play kaputt gemacht im Endeffekt. Ja, jetzt stehe ich natürlich da. Ich kann natürlich hier wieder nichts machen. Wo man merkt, dass der Anstieg in das Spiel natürlich total scheiße ist. Ich würde ja gern was Nettes über die ganze Sache jetzt sagen, aber ich bin A, heute eh schon geladen. Und B, ich meine, ihr habt selber gesehen beim letzten Let's Play, ich habe geguckt wie ein Blöder. Ich habe überall reingeschaut, ich konnte nirgendwo Hamburg absagen. Dann, ich habe hier bei Bewerbungen nicht einmal irgendwie was bekommen. Also, was soll man das sagen? Ich meine, ich werde mich jetzt mal nach Erfurt versuchen zu bewerben, aber das wird nicht gehen. Ja, da, ihr seht, ich kann nichts mehr machen. Ja, Leute, somit ist dieses Let's Play an dieser Stelle schon wieder vorbei. Schade, dass es bloß 2 bis 3 Folgen gegangen ist. Aber da Kirmes Tycoon da zu, wie sagt man, zu schwer ist als Anstieg, haben wir nun das Problem im Endeffekt endgültig, dass durch diese mangelnden Informationen, die teilweise da sind, und durch den schweren Einstieg, der eigentlich wirklich zu schwer gemacht ist für neue Spieler, man nichts mehr machen kann. Wobei wir könnten eins noch probieren. Das werde ich jetzt einfach mal versuchen. Erfurt. Ja, das probieren wir jetzt einfach mal noch. Losschicken. Mit dem Anhänger. Wir fahren mit dem jetzt nach Erfurt. Selbst das können wir nicht mehr machen. Also Leute, definitiv, es ist aus und vorbei. An dieser Stelle. Ja, dann bedanke ich mich trotzdem bei den Leuten, die dieses Let's Play angeschaut haben. Wir werden jetzt mal kurz in die Spielregeln schauen, ob Multi-Accounts erlaubt sind. Ja, ihr seht es hier selber. Ich darf nicht mal einen Multi-Account machen. Was bedeutet, ich dürfte mir im Endeffekt jetzt nicht einmal ein zweites Account erstellen. Werde aber, das ist mir jetzt auch vom Prinzip her nicht wirklich, das interessiert mich jetzt ganz ehrlich nicht, sage ich euch jetzt ganz ehrlich, an die Entwickler, ich werde diese Regel jetzt missachten. Ich werde mir einen Zweit-Account erstellen. Da ihr seht, ich meine, was will ich mit 0 Taler machen? Was will ich hier machen? Ich habe nichts mehr. Ich habe keine Chance mehr, irgendwas zu tun. Da einfach zu mangelnde Informationen dafür geführt haben, dass es jetzt so weit gekommen ist. Ja, das heißt, ich werde mich jetzt ausloggen. Werde die Aufnahme dann im Endeffekt pausieren und werde dann mit dem neuen Account, mit dem zweiten Account, werde ich dann mich neu einloggen. Und dann werden wir das Let's Play so lange führen, bis wir gebannt werden, sozusagen. Dann hätte ich gesagt, bis gleich, ich werde jetzt mal schnell das Account anlegen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, bis denn. Ein neues Account erstellt. Falls die Entwickler dieses Games das sehen, ihr habt selber gesehen, ich hatte ja nichts mehr, ich konnte ja nichts mehr machen. Jetzt habe ich mal nochmal ein zweites Account erstellt. Ich werde es nochmal probieren.
Auch nur deshalb, weil ich ein Kämpfer bin. Das heißt, ich werde jetzt mich nochmal versuchen, durchzukämpfen und versuche noch ein zweites Mal hochzukommen. Wenn es dieses Mal wieder scheitern wird, dann sage ich euch gleich, dann ist es an dieser Stelle auch für mich vorbei. Ich werde es nochmal probieren. Ich werde nochmal den Versuch starten, das Ganze erfolgreich durchzubekommen. Und mal schauen. Wir werden es sehen. Ja, als allererstes, ein Vorteil ist, ich kann euch natürlich jetzt ein kleines Tutorial machen, eine Einstiegshilfe, da ich jetzt weiß, was man braucht, wie man da reagieren muss. Also, als allererstes brauchen wir erstmal, Moment, jetzt mal überlegen, wie das nochmal gegangen ist. Genau, Wohnwagen war das erste, glaube ich, was man kaufen muss. Na komm, mach. So. Erstmal brauchen wir einen Wohnwagen. Bestätigen. So. Als zweites benötigen wir ein Fahrzeug, glaube ich, war das. Da brauchen wir zweimal die gleiche Karre. So, dann brauchen wir das Reingeschäft. Da nehmen wir natürlich Pyramidenwerfen, weil es im Endeffekt nicht so oft im Umlauf ist wie die anderen 46er, weil einmal fällt er weg, dadurch, dass ja ich meinen zweiten Account nicht mehr nutzen kann. Ah, stopp. Erstmal brauchen wir die Mitarbeiter, sowas. Ja, ich hatte da einen Tipp bekommen gehabt, ich glaube, das war der hier. Aufbauen, abbauen, putzen, arbeiten. Kleingeschäft, kaufen. Genau. Mir hatte nämlich irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, hatte mir den Tipp gegeben, dass man LKW-Fahrer nehmen kann. Denn dann hat man im Endeffekt den Vorteil, die können alles, was gesucht wird. Kosten zwar im Endeffekt alle 8 Euro die Stunde, aber die sind nicht so wild. Braucht man aber nicht so viele Leute. Ja, dann werden wir jetzt mal suchen nach dem 7-Euro-Fuzzi, der da jetzt irgendwo war. Nehmen wir einmal den hier. Und dann nehmen wir noch den hier. Und dann können wir uns auf jeden Fall schon mal das Reingeschäft kaufen. So. Genau, passt. So. Jetzt haben wir unsere Grundausstattung geschaffen, die wir benötigen. Jetzt muss man bloß mal warten. Jetzt habt ihr, seht ihr, wir haben jetzt noch 6.420 Taler. Und jetzt kommt es eben auf den entscheidenden Moment an. Wir gehen jetzt auf aktuelle nicht auf aktuelle Festplätze, auf Festplatz finden. Und da müsst ihr jetzt extremst aufpassen auf die Spielzeit und auf die Abbautag. Weil wenn ihr den Fehler macht, den ich am Anfang gemacht habe, und zwar bei meinem anderen Account, habe ich als erstes eins genommen, wo einen ganzen Monat geht. Und hatte dann aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr warum, auf jeden Fall hatte ich dann die Kohle nicht mehr. Ne, 3.170 haben wir noch, genau, jetzt stimmt's. Jetzt hat er auch. Da hatte ich auf jeden Fall die Kohle nicht mehr für den, für die Platzgebühr. Musste dann so gleich hergehen und ja, musste mich woanders bewerben und im Endeffekt war es dann irgendwann so weit, dass ich dann 0 Taler Guthaben hatte. Deswegen bewerben wir uns auf das, weil das sind jetzt bloß 18 Tage, das dürfte nicht ganz so teuer sein. Und hat dann gleich möglichst bald hier die ganzen Bewerbungsänderungen und so. Bewerben wir uns mit unserem mit unserem Pyramidenwerfen. Bestätigen. So.
2820 Taler haben wir jetzt noch. Jetzt könnten wir zwar theoretisch sagen, wir bewerben uns, nachdem jetzt hier 18. Abbautag ist, dass wir sagen, okay, wir bewerben uns auf, sage ich mal, den Platz hier. Mal schauen, wo ist Erfurt? Da unten. In Wiesbaden. Das wäre gar nicht mehr so weit. Also theoretischerweise könnten wir uns auf Wiesbaden auch gleich bewerben. Hätten dann nochmal, wobei das ist nicht lange, das sind bloß 4 Tage Spielzeit. Dann würde ich lieber das hier vorziehen, weil das wäre etwas länger. Wo liegt Paderborn? Auch nicht ganz so weit weg. Also würde ich natürlich das vorziehen, dass wenn wir denn die ersten, wenn wir die Gebühr gezahlt haben und noch genügend Kohle da sein sollte, dann würde ich das natürlich vorziehen, dass ich dann sage, okay, wir bewerben uns für Paderborn. Und dann hätten wir schon mal für den Monat die Plätze abgedeckt. Wir werden natürlich jetzt, damit es nicht zu irgendwelchen Fehlern. Gut, das brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht, oder? Machen wir das sicherheitshalber doch. Nein, ich lasse es lieber noch. Weil man darf keine Risiken eingehen und man darf keine Fehler machen. Sonst hat man gleich am Anfang verkackt und kann gleich im Endeffekt seinen Account löschen. Sonst, weil dann passiert genau das, was auf dem anderen Account passiert ist. Ja, wir werden es jetzt einfach mal so machen. Wir werden warten, bis hier die Antwort kommt. Ich meine, es ist ja hier kurz vor Bewerbungsende. Hier seht ihr, das ist ja nicht mehr lange. Sobald ich da die Zusage bekommen habe und das alles dann läuft, kann ich euch gleich Bescheid geben. Und dann werden wir gleich die Bewerbung annehmen, dass ihr das sieht, und dann werden wir gleich die Fahrzeuge hinschicken. Und dann wissen wir ungefähr, was wir bezahlen müssen. Da werde ich euch natürlich dann wieder ein Video zusammenschnibbeln, weil sonst wären die Videos irgendwie immer alle so klein. Und wie schon gesagt, achtet immens darauf, was ihr macht. Weil ihr seht nicht. Ihr müsst auf jeden Fall aufpassen. Ihr dürft keine lange Spielzeit haben. Das könnte fast zu lang sein. Wobei, vielleicht habe ich Glück, ich meine, das andere war ja einen ganzen Monat. Und das war dann zu lang. Das seht ihr zum Beispiel hier, das ist fast ein ganzer Monat, also da müsst ihr zum Beispiel, hier müsstet ihr aufpassen, was ihr macht. Also wie schon gesagt, wir haben jetzt mal so alles gemacht. Ich werde natürlich dann das alles zusammenschneiden, wobei ich vielleicht, ja gut, ich werde jetzt so kurz zusammenschneiden und dann werdet ihr, ab sofort geht es dann mal hoffentlich weiter. Wir werden es nochmal probieren und gucken, ob wir dieses Mal auch in die Scheiße langen. Ja, dann hätte ich gesagt, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei diesem Video. Hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr neu seid, würde ich mich natürlich über ein Abo sehr freuen. Und an die lieben Ersteller dieses Spiels, auch wenn ich jetzt ein Multi-Accounting betreibe, ihr habt selber gesehen, ich konnte ja nichts mehr machen. Also im Endeffekt war ich jetzt gezwungen, das zu tun. Ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.